Ja, kann sein, dass ich da auf einem Warm-Up-Video was Falsches gesagt habe, weil sich da Maxim Grebnev eingespielt hat. Und ich vermutet habe, dass dann der auch gegen den Hermann Mühlbach spielt. Dem ist aber nicht so. Es ist der andere junge Russe. Lev Patzmann. Die beiden, naja, sind sicherlich einigermaßen stark einzuschätzen, so genau weiß ich es nicht. Ich glaube, Katzmann ist ein Jahr älter oder so. Aber zwei Riesentalente aus Russland, auf die der russische Tischtennissport seine ganze Hoffnung setzt. Schweres Spiel, ich habe es schon im anderen Video angedeutet, zwischen Mühlbach und Katzmann. Viel Spaß dabei! Schiedsrichter ist Werner Kurica, CVM Erlangen. Mal sehen, ob sie sich wieder so entscheiden wie bisher. Nein, zum ersten Mal. Hermann Mühlbach entscheidet sich, mit dem Rücken zur Kamera zu spielen. Es wird nämlich nicht gewechselt wegen Corona-Zeiten. Es gibt keinen Seitenwechsel. Bisher waren alle Partien mit dem Gesicht zur Kamera, Hildburgstein, und die Gäste dann mit dem Rücken zur Kamera. Er hat die Seitenwahl dazu genutzt, Hermann Mühlbach. Ist schon ein bisschen auch ein Taktiker, aber ob das in dem Fall wirklich einen Unterschied macht, da werde ich ihn wohl mal fragen müssen, was ihn dazu bewogen hat. Eventuell ja die Idee, dass Katzmann seine Clubkollegen nicht so direkt im Rücken hat, dass die nicht so direkt coachen können, Tipps reinrufen können, aber umgekehrt fehlt ihm dann natürlich das Coaching seiner Clubkameraden, weil die ja im Rücken von Katzmann stehen. Aber das sind so Überlegungen, die man machen kann oder auch nicht. Soweit jedenfalls die Einspielphase. Es gibt für jeden Ballwechsel hier einen neuen Ball, Corona-bedingt. Und ich wiederhole es gerne noch einmal, auch die Regel, dass die Seiten nicht gewechselt werden, weder im fünften Satz noch überhaupt. Und jetzt schlägt Hermann Mühlbach auf. Ich nehme an, mit einem 2 Meter hoch geworfenen Ball. Oh, und da habe ich so geschwärmt von seinen Aufschlagkünsten, aber das ist manchmal so, dass man, wenn man noch nicht warm ist. Das ist sein Spiel, Serve und Volley, wenn die Aufschläge kommen.
hinterher Spiel verloren. Genau, ja, genau. Da drüben ist immer Spiel verloren. Ja. Du hast den Satz? Äpfel? Wenn es mehr will. Also, das brauchen wir jetzt nicht. Aber das ist schon einfach. Okay. Simon, ich hab dich drin. Vor allem der Kniefall runterkommt. Ja, ich bin erst einmal am Kurz. Ganz schnell getränkt. Ja, ach, die Vorhand, wenn er die Schläge, dann ist das ja.
Thank you.
Alles nicht so schlimm. Es war in der letzten Saison die beste Spieler der zweiten Liga vorne. Und die Spieler, die lieber gespielt haben, waren auch der beste Spieler. Der hat mehr gute Ehrpunkte als sonst jemand in Wolfsheim, also nichts passiert. Bitte? Thank you.
Lecker halt dann lecker. Das nächste Spiel dann. Und sehen wir mal eins David einspielen. Den hohen Spiel. Ja, ich würde es nicht machen, aber ich glaube, dass die nicht so einfach sind. So mit jeder Gewicht immer noch zu trennen. Das Problem ist, wenn ich Schauen wir mal, ob der David einbringt. Ja, top, ja. Nicht. Weil man mit der Vorhand.